ein anstrengender Tag hier in der Station. Ich höre, dass die Schrauben, ja, Erzieher, ja. Ja, die Sie brauchten, die falschen waren. Das waren die falschen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kann nur 2,5 Minuten ohne den Helm. Hier in der Kapsel ist doch die Luft, wie Sie auch selber merken, sehr dünn. Aber so ein richtiger Lungenzug ist natürlich auch was Schönes. Ja, ja, das kann man wohl. Aber das ist hier verboten. Rauchen kann ich hier nicht. Kann man. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich das falsche Werkzeug mitgenommen habe. Aber irgendwie Improvisation, also... Ja, ich habe es doch dann, habe ich mit den Händen, habe ich dann teilweise, also mit den Fingern ein paar Muttern angezogen. Hoffentlich hält's. Aber irgendwie, was Sie da in den Weltraum gestreut haben, ja, nicht? Also das ist schon eine ganze Menge Masse. Also 12 Schrauben von den 110 ja, sind irgendwie verloren gegangen, abhandengekommen. Ja. Und die umkreisen jetzt als kleine Monde unseren schönen Planeten, ja? Hoffentlich trifft es kein Raumschiff. Das ist Peanuts gegenüber den Satellitenschrott, den sonst die Amerikaner oder auch die Chinesen jetzt hier hinterlassen, ne? Sie haben sich einen kleinen Streich geleistet. Sie haben Euros in den Weltraum rausgestreut, mal so eine Handvoll Geld. Ja? Ja. Das umkreist jetzt auch werthaltig den Planeten. Ja, ja. Ja, dadurch ist, also das fehlt, wenn es Inflation gibt, fehlt das Geld. Beziehungsweise unten auf der Erde inflationiert es, wird es weniger wert, aber da oben im Weltraum bleibt es ewig. Ja? Ja. Das wird ja noch in 10.000 Jahren da rumkreisen. Oh, das weiß man nicht. Vielleicht gibt's den alten Wert. Ja, vielleicht gibt es Leute, die das vorher abschnappen. Das gibt es ja. Naja, es wird eine Antiquität sein. In 10.000 Jahren kriegt so eine Münze einen hohen Wert. Ne? Ja. Also das weiß man nicht genau, aber ich, also eine Römermünze? Ich rechne eigentlich fest damit. Ja. Ja. Römermünze nur 2000 Jahre alt, gibt es schon so 20.000 Euro für so ein kleines Sesterze da. Aber ehrlich gesagt, wo will man damit einkaufen gehen? Im Weltraum gar nicht. Nö. Die Sonne. Schade, dass man hier kein Vogelgezwitscher hat, dass man es praktisch hier in der Station als Band laufen hat. Das machen sie, weil so wie man Vitamin C braucht, ja? Braucht die Seele, ja? Die Seele braucht Vitamin C. Vögel. Die braucht die Vögel, um die Vitamin C Produktion damit ein bisschen anzuheizen, ne? Eigentlich produziert der Mensch ja selber keinen. Das ist eine Wechselwirkung, glaube ich nicht. Ja, ja. Also so wie die Sterne auf uns scheinen, so wie die Sonne einen bescheint, braucht die Seele, etwas Vitaminähnliches und das ist die Musik. Wir wechselwarmen Geschöpfe brauchen Musik. Die Raumkapsel ist, was ist das beste Instrument? Also eine Tuba ist zu groß. Ja. Posaune ist groß. Bongo. Ja. Klavier ist eigentlich ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ich bin der einzige Astronaut,
oder Euronaut, kann man jetzt sagen, ich komme ja aus Europa, bin der einzige Euronaut, der Klavier spielt im Weltall. Es geht natürlich kein richtiger Flügel, sondern nur dieses Plastik. Geige wäre zu empfindlich und Cello zu groß. Ja, Geige sofort, eine Geige implodiert sofort. Ein Dirigentenstab, ein gutes Mittel, ja. Das geht, er ist schlank genug, um sich der Gravitation praktisch entgegenzustellen. Und kann auch notfalls der Zahnstocher auch noch dienen, ja. Ja, also Doppelzweck. Doppelbelastung aber auch für den. Genau. Was ist mit diesen Schrauben geschehen, die aus Ihrer Hand fielen vorhin? Ja, die sind mir zu Boden gefallen, aber da es keinen Boden gibt im Weltraum, ist es eigentlich ist eine bodenlose Frechheit, wird mir wahrscheinlich unterstellt angekreidet werden, aber ich gehe da drüber weg, weil und als Astronaut hat man doch eine Sonderstellung. Wie dem Rattenfänger von Hameln, die Kinder folgen dem Raumschiff hier, ja? Nicht der ja, natürlich. Dem Körper eine Perlenkette von Schrauben. Ja, aber wenn das die Kinder sehen auf der Erde, dann bin ich da der größte Kinderstar, glaube ich. Die blitzen. Ja, die blitzen im Sonnenlicht, jeden Morgen. Ja, genau. Nicht funkeln die einmal. Ja. Kann man mal anmessen? Kann man mit dem Fernglas? Man kann natürlich mit dem guten Fernglas, mit dem 70er. Ihr Verhältnis zu den Sternen? Ja, wie soll ich sagen? Sterne sind für mich. Naja, das ist ein Gerüst, ja. Das ist ein Gerüst. Also ich orientiere mich danach. Klar. Im Freiflug zum Beispiel in der Kapsel. Ich kann die Kapsel ja überhaupt nicht manipulieren. Nur durch Gewichtsverlagerung. Da orientiere ich mich meistens nach den Sternen. Und du musst schaukeln. Ja. Ich orientiere mich beim Niedergang zum Beispiel. Wenn ich in einem der Ozeane landen will, dann orientiere ich mich nach den Sternen, ganz klar. Das heißt, Sie haben den großen Bären fest im Blick? Ja, das ist der einfachste. Ne? Oder wonach gehen Sie? Nach dem Orion? Andromeda. Oder irgendein anderer Nebel. Ne?